mitten am Tag. Wir werden alarmiert mit unserem Notarzteinsatzfahrzeug, also kurz NEF, zu einem Verdacht Herzinfarkt. Ist schon einige Jahre her. Rücken also aus, mein Notarzt und ich, und es heißt RTW-Schild vor Ort. Naja, gut. Wir kommen auf jeden Fall am Einsatzort an. Die Jungs und Mädels da vom RTW waren schon drin. Beim Patienten, wir rein mit unserem Equipment, Patienten behandelt und so weiter. Das hat natürlich auch alles eine Zeit lang gedauert. Dann war der Patient fertig und dann hieß das, gut, alles klar. So ganz stabil ist er nicht. Der Notarzt begleitet bis zum Krankenhaus. Der muss auf jeden Fall jetzt ganz schnell in die Cardio. Naja, gut. Wir auf jeden Fall raus, ne, den Patienten da rausgewuchtet, der darf dann ja auch nicht mehr laufen mit Verdacht auf Herzinfarkt, rein in den Rettungswagen, so die letzten Sachen noch gemacht, noch ein paar Medikamente aufgezogen, ihm noch was gegeben, dann alle Kabellage angesteckt da und so, alles angeschlossen, naja, und dann kann's losgehen. Ich setze mich in mein NEF und der RTW stand ja vor meinem NEF, weil ich ja als zweites ankam mit dem Notarzt alles da drin, so, und fahr rückwärts von dieser Hofeinfahrt runter. Und warte und warte und warte und warte und der RTW kommt nicht. Ich denke, meine Güte, was ist denn da los? Kriegt ihr das nicht hin hier mit dem Ausparken oder was? Ne? Kann ja mal vorkommen. Es passiert mir auch mal, man hat mal einen schlechten Tag und dann ist das Fahren von so einem 4,5-Tonnen-Auto halt eben nicht ganz so einfach. Naja, fahr dann ein Stück vor, guck so um die Ecke, stehen die da. Aber Rückwärtsgang drin, ne? Also rückwärts leuchten wann an und piep, piep, piep. Piep und bewegte sich nur ein bisschen. Oh, meine Güte, fahr wieder ein Stück zurück, denk, naja, dann kommt er jetzt hier gleich vom Hof runter, ne? Blockier natürlich die ganze Straße da, hinter mir schon alles gestanden, weil ich auch Blaulicht an hatte, ne? Und wollte ja den Platz frei halten für den RTW. Und der kommt nicht. Ich denk, Alter, was ist denn hier los? Die hinter mir wurden schon alle nervös da, ne? Haben schon versucht vorbeizudrängeln, irgendeiner aus der Reihe hat gehupt, dann noch einer gepöbelt und so, weil ich da mit Blaulicht stand, bestimmt 5 Minuten. Und mit einmal kommt der eine Kollege vom Rettungswagen um die Ecke und klopft bei mir an die Fensterscheibe. Ich sag mal, ne, mach so, er macht die Tür auf und dann sagt er, wird ein bisschen länger dauern, glaube ich, aber deinen Arzt müssen wir noch hier behalten. Ich sag, habe ich irgendwas verpasst? Ist irgendwas mit Patienten da und so? Nö, dem Patienten geht's noch genauso wie vorher. Ich sag, ja, wo ist jetzt das Problem? Warum kommt ihr da nicht raus? Da sagt er, ja, du wirst es nicht glauben, aber unsere hinteren Reifen, wir haben ja hinten gibt's ja beim Rettungswagen Zwillingsbereifung, also pro Seite sind es 2 Räder oder Reifen, die waren alle platt. Die sind aufgestochen gewesen. Also da hat man richtig an der Reifenwand gesehen, dass die aufgepiekst gewesen sind. Die waren platt. Und als die Kollegen rückwärts fahren wollten, haben sie natürlich gemerkt, dass sie auf der Felge da rumeiern. Und der eine Reifen sich schon so ein bisschen quergestellt hat ins Felgenbett rein. Das haben sie natürlich gemerkt und auch gehört. Und deswegen mussten sie anhalten. Ende vom Lied ist gewesen... Ich habe dann bei der Leitstelle einen zweiten RTW angefordert. Wir mussten warten, bis der RTW eingetroffen ist. Mein Arzt ist mit da geblieben. Ich bin dann natürlich auch mit in den RTW, habe noch mitgeholfen dort, Patienten mit betreut und so weiter. So, und nach ungefähr 5 bis 8 Minuten oder sowas traf der andere Rettungswagen ein. Und dann mussten wir den Patienten komplett einmal umtakeln. Das heißt, von dem einen Rettungswagen in den anderen Rettungswagen rein, wo dann auch mein Arzt eingestiegen ist. Und dann ging die Reise ins Krankenhaus. Der Rettungswagen, der da stand mit platten Reifen, da musste natürlich der Abschleppservice hin. Das heißt, dieses Fahrzeug war roundabout, ich sage mal 2,5 Stunden außer Dienst, bis die Jungs und Mädels, die da Dienst hatten, ein neues Tauschfahrzeug gekriegt haben und das andere Fahrzeug quasi in der Werkstatt gewesen ist. In dieser Zeit hätte in diesem Revier nicht allzu viel passieren dürfen, weil der Tag war sehr hoch frequentiert mit Einsätzen, wo jedes Fahrzeug gebraucht wurde. Und dieser Rettungswagen war somit 2,5 Stunden einfach nicht verfügbar. Also Freunde, ne, wenn ihr irgendwo seid und ihr seid der Meinung, irgendwas stimmt an eurem Auto nicht, ja, dann guckt bitte einmal drumherum. Es gab auch schon Fälle, wo Leute zum Beispiel die Radmuttern von Rettungswagen gelöst haben.